Anfangs 2003 bin ich ausgewandert nach London. Nach meiner Ausbildung zum Primarlehrer wollte ich mein Englisch verbessern und Rockstar werden. Ich habe dort in einer Pop Academy mich beworben, Auditions gemacht und dann ist gleich alles ganz anders gekommen. Gleichzeitig hat mich mein Pastor von Equippers Church London angefragt, ob ich möchte für die Gemeinde arbeiten. Und wer hätte gedacht, dass ich jemals Pastor werde? Das hat mir wirklich nicht auf dem Radar gehabt. Aber ich kann euch sagen, es war der Plan B gewesen. B wie besser, B wie Berufung oder eben B wie Pastor. Und ich kann euch sagen, das, was dann passiert ist, mit dem Pastor können unterwegs sein, können die Kirche anfangen lieben. Ich habe etwas von dem entdeckt, was in mir ganz tief drin war. Und auch das Rockstar-Anteil, das irgendwo in meinem Leben drin ist und wo wirklich, wo ich auch glaube, hat irgendwie Gott mir gegeben, hat in dieser Berufung einfach plötzlich Platz gefunden und ich konnte mich entwickeln, ich konnte Musik machen auf einem wunderbaren Level mit Top-Musikern. Sind Alben entstanden, wo ich auch weltweit konnte mitspielen konnte. Und es ist unglaublich, wie der Plan B in unserem Leben, B, der eben besser ist, als wir denken, manchmal Wege zieht und uns in Gottes Berufung hineinbringt. Und mir ist es schwer auf dem Herzen, mit diesem Plan B wieder einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen ihre Berufung entdecken. Und mit mir und meinem Team von unserer Church und von der Worship Academy können wir ein Jahr unterwegs sein und etwas entdecken von dem, was eben vielleicht nicht ganz das war, was man zuerst gedacht hat, was man verfolgt hat, aber eben, was sich irgendwie als besser erweist. Ich glaube, das Reich Gottes muss man entdecken. Und wir nennen es ganz bewusst nicht irgendwie ein Praktikum, also B steht nicht für Praktikant, sondern B steht eben für Berufungsfinden. Und das ist wirklich wichtig, weil wir wollen nicht eine billige Arbeitskraft, wir wollen nicht irgendeinen Raum schaffen, wo wir irgendwie die ausnutzen, sondern es soll ein Geben, das Nehmen sein. Es ist eigentlich eine Ausbildung, die dir nichts kostet, aber es ist gleichzeitig auch ein Dienen, wo du uns nichts kostest. Und darum ist es so ein Geben und ein Nehmen und ein gemeinsam unterwegs sein. Und vielleicht ist in deinem Leben wirklich momentan der Plan B der Fall, weil du irgendwie hast gedacht, ich studiere das oder ich will die Lehre machen oder ich will ins Ausland oder was auch immer. Und irgendwie ist es nicht zustande gekommen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du mal darüber betest, ob vielleicht der Plan B nicht etwas wäre, was du tun könntest. Und wir haben verschiedene Aspekte, die man im Plan B entdecken kann. Vielleicht ist es deine pastorale Berufung, wo du sagst, ich möchte gerne mit Menschen unterwegs sein und sie entwickeln, ihnen helfen, wirklich ihr Potenzial von Gott finden. Vielleicht ist es im Bereich Musik, Worship, vielleicht ist es im Bereich Youth, Kids, was auch immer du auf dem Herzen hast, wo innerhalb von einem Kirchensetting Platz hat. Wir sind eine Kirche, die wirklich in Zürich verankert ist. Wir haben 3 Campus, wir sind Teil von der Bewegung Plus und ich bin persönlich auch noch Teil vom Vorstand von der Bewegung Plus. Ich bin Netzwerkleiter. Also, du wirst Teil von etwas Größerem. Als Kirche sind wir auch international mit den Equippers international gut vernetzt und da hast du wirklich Möglichkeiten, grossflächig etwas zu entdecken, auch mit Auslandeinsätzen, mit Missionseinsätzen, mit Konferenzen können internationalen Groove spüren und einfach deinen Horizont erweitern. Ich lade dich, tu doch mal darüber beten, ob vielleicht der Plan B nicht auch deine bessere Wahl wäre.